Willkommen zum Thief Simulator. Es endlich ist es soweit. Wir spielen mal den Einbrecher Simulator. Heute mal mit Facecam unterwegs. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir beginnen einfach mal direkt mit dem Video. Ich muss nur mal kurz mein Mikrofon umstellen. So, perfekt. So, alles klar, let's go. Wir machen uns einfach mal ein neues Profil und wir nennen unser Profil einfach mal Benolino HD, einfach bekannt. Und wir bleiben einfach beim normalen Modus. Okay, cool. Mal gucken, was uns der Einbrechersimulator erwartet. Es ist sowas wie, wir werden in andere Häuser einbrechen, das ist ja klar, und werden anderes Zeug mitnehmen und das verkaufen wir, um in bessere Häuser einzubrechen. Das ist der Sinn von diesem Spiel. Es macht richtig Bock. Es ist richtig witzig. Und da machen wir das einfach mal. So, ich muss noch mal kurz... So, perfekt. So, okay. Super, Haare gehen auch klar. Und ja, jetzt warten wir kurz, bis der Ladevorgang fertig ist. Solange kann ich ja noch mal ein bisschen was sagen. Genau, unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich wieder den Link zum Spiel, beziehungsweise dieses Spiel ist digital erhältlich. Also man erhält es nicht in der Disc, man erhält es durch diese Gutscheinkarten, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genau, und ich werde auch mehrere Parts machen. Mal gucken, was uns erwartet. Okay, ein Haus, 109. Oh, das sind wir. Klasse sieht das aus. Ups, ich habe ein bisschen gespuckt hier. So. Alles klar. Mit Space. Hey, ich bin's, Willi. Heb die Brechstange auf und hör mir zu. Wir haben viel zu erledigen. Okay, cool. Dann tun wir jetzt einfach mal... Lol, jetzt. So, achso, ups. Ich hab die Steuerung gelernt. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt in das Spiel. Okay, let's go. Die Lombardis haben deine Kuration gestellt. Sie sind großzügig, aber das sollte für die gegenseitige beruhen. Wenn du verstehst, was ich meine, schauen wir uns mal um. So, das meinten die. Okay, wir können hier nicht rüber. Aha, guck mal da. So, wir müssen jetzt erstmal ins Menü gehen und das ins Quickslot packen. Das können wir mit Q öffnen und dann können wir hier die Sachen machen. So, mit C können wir sneaken. Also, ne, ihr wisst Bescheid. So, und jetzt ein bisschen schleichen. Okay, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Okay, sie hat mich nicht gesehen, perfekt. Oh Gott, wir müssen das Licht meiden. Hier steht es auch nochmal, meide das Licht. Also wir sollen hier nicht uns zeigen. Aber perfekt. So, Space. Hey, irgendein Depp hat seine Taschenlampe auf dem Boden liegen lassen. Schnapp sie dir und pass gut auf, dass keiner das Taschenlampenlicht sieht. So. Und mit F können wir also... Okay, ich verstehe. Ich verstehe. So, Fenster einschlagen mit der Crowbar. In dem Fall auf Englisch heißt es Crowbar. Aber auf Deutsch heißt es Brechstange. So, gut. Öffnen wir mal hier alles. Also wir müssen wirklich... Wir können auch das leise öffnen, wenn wir E gedrückt halten. Ein Toaster. Ja, ist klar, ne? Wir kommen zu einem alten... Also, wir brechen ein für einen alten Toaster. Mhm, okay. Cool. Space. Es ist Zeit, okay. Es ist an der Zeit abzuordnen. Man geht durch das Auto und lass die Brechstange nicht fallen. Okay, gut. Achso, lass dich nicht mit der Brechstange sehen. So. Achso, das ist offen. Gut. Und jetzt hier raus. Und jetzt hier. Und jetzt ran. Run, 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 run. Okay. Hier ist das Auto. Okay. Wir haben aber eine Superkarre hier am Start. Also, wir können auch Autos klauen. Und ja, mehr werde ich eigentlich da noch nicht so verraten. Zu dem Spiel. Jetzt heißt es Quickslot. Okay. Also, wir können auch mit T dann nochmal ins Tutorial gucken. Falls wir ein Problem haben. Oder...
Also dort wurde alles nochmal aufgesagt, so. Und Quickslot, okay. Alles klar. Genau. Perfekt. Ah, das ist eine, wie heißt es? Das sind die englischen Buchstaben bzw. Noten. A ist eine 1, B 2, E 3, D 4 und F 6 und E 5. Nee, warte. G ist glaube ich 5, ich weiß es gar nicht mehr. Und Ausrufezeichen ist die beste Note. Also wir können das alles hier bekommen in dem Spiel. Werdet ihr aber dann nochmal weitersehen. So, Winnie! Gute Arbeit, Alter! Das könnte echt was werden. Geh schlafen und wir machen morgen früh weiter. Dann gehen wir einfach mal schlafen und die Musik. Okay, nice. Ja, dann schlafen wir einfach mal bis 8. Komm. Ein Einbrecher schläft um 8 und bricht um 8 auch ein. So. So. Check den Computer. Es gibt ein paar Dinge, die ich dir sagen muss. Okay. Jetzt wird's geil. Kannst du die Ausrüstung kaufen, aber wahrscheinlich hast du nicht das Zeug dazu, alle zu benutzen. Klick auf Stevia Forums. Okay. Gut, wir können hier nämlich, das sind die Sachen, was wir kaufen können. Und letztens gab ein Patch, also ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, aber nur die Hauptstory. Jetzt gibt es eine Afterstory. Genau. Und zwar, hier können wir verschiedene Sachen kaufen. Wir haben Taschenlampen, Dietriche. Dietriche sind alte Schlösserknacker-Dinger, wo wir das Schloss knacken können. Aber das ist für ganz alte Dinger. Handschuhe, automatischer Dietrich. Dieses Spiel wird so geil. Stier Forums gehen wir also mal. Hier kannst du die Geheimnisse kaufen. Heiße Tipps, über was du wo finden kannst. Wer's bewacht. Wer seine Tür nicht abschließt. Was auch immer. Schau mal in das rein. Was ich über die 100. Okay. Gut, wir sollen es einfach mal hier kaufen. Das ist ja kostenlos und kaufen wir das Ganze auch mal. Super! Jetzt geht's zu deinem Auto. Also, ich lese es euch vor, weil dieser Winnie ist auf Englisch oder spricht Englisch. Aber ob es da eine deutsche Version schon gibt, weiß ich nicht. Versetzt seine Beute erstmal beim Pfandhaus. Du brauchst leere Taschen, um in der Greenview Street 109. Okay. Dann gehen wir einfach mal zum Pfandhaus. Let's do this. So. Welcome back. Ja, okay. Verkaufen und verkaufen. So. Zeit für Greenview 109. Hol mir da den Fernseher, aber versetz ihn nicht. Okay. Wir sollen jetzt einen Fernseher stehlen. Das wird richtig cool. Okay. Wir sind bei 8 Minuten. Okay, gut, das geht klar, ne? So. Gut. So, und jetzt sollen wir zur 109. Umsehen wir dann auch nochmal die Story. So. Okay. Wir dürfen auch keine Menschen überfahren. Ach so, da. Ach so. Ach so. Ups, 1 Euro, egal. So, let's go. Okay, cool. Wir sollen jetzt mit der Brechstange in das Haus gehen, wie wir es im Tutorial gelernt haben. So, und das können wir auch mal machen. Ich liebe es, Fenster einzuschlagen. Ja! Oh mein Gott, wir können die Toilette kaputt machen! Oh mein Gott, stellt euch mal vor. Oh mein Gott, wieder der Toaster. Aber stellt euch mal vor. Ein Einbrecher kommt bei euch in die Wohnung und der ist nochmal so dreist und der schlägt auch noch eure Toilette ein. Alter, was würde ich ohne eine Toilette machen? Das ist das Schlimmste. So, was haben wir hier? Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Ich glaube, der ist dafür, dass wir nicht in die Fenster reingehen. So, und nochmal kurz checken. $15. Gut. So, jetzt müssen wir hier raus und dort, so, schmeißen wir einfach weg. So, raus geht das Ding. So, perfekt. So, ich muss mal auch wieder ein bisschen in die Kamera gucken hier. So. Nicht, dass ihr denkt, dass ich euch nicht angucke. Ich weiß.
Oh Gott. So, dann packen wir den ins Kofferraum. In den Kofferraum, mein Gott. Und wir fahren los. Let's do this. Okay. Ihr könnt jetzt mal oben abstimmen. Wir sind etwas langsam, aber ihr könnt oben jetzt abstimmen. Hier oben in der Infokarte. Wollt ihr einen zweiten Part haben? Ich glaube schon. Ich mache einfach mal einen zweiten Part da noch. Aber auf jeden Fall, der erste Part wird heute online kommen. Ich weiß es nicht. Ich nehme das Ganze am... Welche ist denn heute? Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir jetzt die Note. Vergiss nicht, die Unfall... Okay, der Levelaufstieg. Hier haben wir die Note S-Ausrufezeichen. Das ist die beste Note im amerikanischen Notensystem. So. Ich sehe, du hast meine Glotze. Geh auf Black Bay. Es gibt ja eBay. Aber Black Bay? Ja, gut, das frage ich mich ein. Also, wir kennen ja alle eBay. eBay, ne? eBay. Aber Black Bay? Na, okay, Black Bay. Dann gehen wir einfach mal Black Bay. Ich habe eine Seite für den Fernseher eingerichtet. Verkauf ihn dort. Okay. Wir sollen zur Elektronik dann bestimmt gehen. Genau. Und dann ist hier der alte Fernseher. Verkaufen. Gut gemacht. Klick jetzt auf Rendezack. Rendezack. Zack, lol. Hier findest du Nebenjobs. Ich habe extra einen für dich eingetragen. Der mit den Tellern. Alles klar. Okay. Jetzt fahr zurück zu 110 und mach ein paar Teller mit der Brechstange kaputt. Oh yeah. So, meine Damen und Herren, aber ich würde sagen, diese Brechstangen und alles Weitere, was wir in diesem Spiel machen können, werden wir im nächsten Part machen. Ich werde auch mit euch wetten, wir werden im nächsten Part dann auch bestimmt Dietriche brauchen. Ich weiß es aber nur nicht. Wir werden das auf jeden Fall im nächsten Part das uns angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.